сейчас ей 50. А. И... Ну, значит. Schweinekirche. Dieses Dorf eignet sich ausgezeichnet übernachten, Herr Meier. Ich schlage vor, dass Sie und ich in diesem Haus übernachten. Ihre Männer haben das Tor ja schon bereits weit geöffnet. Sonnenstrahl, die Russen sind 3 Kilometer von uns entfernt. Wir werden versuchen, sie vor Einbruch der Dunkelheit einzuholen. Die Männer sind müde, sind den ganzen Tag gelaufen, sie brauchen eine Pause. Etwas Wärme und etwas zu essen würde ihnen auch nicht schaden. Das ist nicht meine Aufgabe. Es ist meine Aufgabe, ist es, den Durchbruch zu schaffen. Und nicht den Männern der Waffen-SS einen Fronturlaub zu organisieren. Wenn der Tankwagen kommt, tanken wir und fahren sofort weiter. Der Tankwagen wird es nicht vor Einbruch der Dunkelheit schaffen, Herr Major. Warum nicht? Er liegt weit zurück. Wir haben ihn bereits vor 3 Stunden überholt. Hat man das nicht berichtet? Vielen Dank für diese rechtzeitige Information, Oberst. Krüger? Ist dieses Mikrofon da? Mhm. Krüger! Sammeln Sie Brennstoff von den Kettenmaschinen und gehen Sie zurück zum Tankwagen. Holen Sie ihn und bringen Sie ihn so schnell wie möglich hierher. Dieses verdammte Land ist ein einziger Schweinedrog. Man kann hier nicht wirklich gewinnen. Oder nur erfrieren oder in diesem Dreck verrecken. Aber der Führer hat uns doch versprochen, dass wir in 2 Wochen Stalingrad einnehmen werden und die Russen kapitulieren. Ja, sicher. Aber die Rotarmisten haben auch ihre Meinung. Ah, ihre eigene Meinung. Gut. Jetzt werden wir sehen, was diese asiatischen Schweine denken. Aufstehen! Aufstehen, die Drecksäcke! Stalingrad kaputt? Antworten! Antworten! Dirk, hör auf damit! Die brauchen wir noch als Minenfutter. So wie die kämpfen, werden wir noch genügend Gefangene machen. Stalingrad kaputt! Antworten! Da, все kaputt. И ты тоже kaputt, da. Da. Moskau kaputt! Antworten! Kaputt? Moskau kaputt? Со мной работай здесь, и я